Ich reacte jetzt auf Inscope. Der hat nämlich ein neues Video vor einem Tag hochgeladen mit dem Titel Moment, was ist eigentlich los mit mir? Jojo, was geht ab, Leute? Wie geht's euch? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich möchte heute mal ein anderes Video machen. Ich glaube, es ist auch in dieser Location hier klar. Hier kommt jetzt kein klassischer Inscope Lifestyle Vlog. Ich weiß nicht, ob es vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen aufgefallen ist in den letzten Monaten, über die letzten 1,5 Jahre. Ich habe mich anders verhalten. Ich bin ein bisschen zurückgezogener geworden. Wirkt für viele vielleicht auch irgendwie arroganter. Nur noch Urlaub, kein kontinuierliches Abliefern mehr von Videos, keine richtige Freude mehr. Mir ist es extrem unangenehm, das Video zu drehen, ich sag's euch so, wie es ist. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse euch seit 12 Jahren meiner Laufzeit teilhaben an Dingen, die ich tue, egal ob es Höhen oder Tiefen sind. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich glaube, dieses Video zu drehen ist eine Bereicherung für mich selber und auch ein Wachsen mit euch zusammen, weil ich glaube, jeder von euch weiß, das Leben hat nicht nur Höhen, das Leben hat auch Tiefen und auch wirklich eklige Tiefen. Und ja, in so einer ekligen Tiefe befinde ich mich gerade. Beziehungsweise befinde ich mich aktuell und habe mich auch die letzten Jahre befunden. Also, ich fühle das nämlich zu 100%, weil ich kenne das selber von mir. Ich habe, viele wissen wahrscheinlich, also die, die mich schon länger verfolgen und intensiv verfolgen, die wissen ja, dass ich, ja, was so Depressionen angeht und so, dass ich damit auch echt sehr zu kämpfen habe. Das war bis dieses Jahr, ja, ich glaube so bis mehr, ja, nee, das war noch länger. Es ging echt so bis April. April ging es mir dann. Nee, warte mal, jetzt vertue ich mich gerade. April, Mai. April, ja, Mai. So in dem, ne, in dem Zeitraum fing es langsam an, dass es mir wieder ein bisschen besser ging. Ich hatte davor jahrelang nur Depressionen. Ich war auch tatsächlich eine Zeit lang gar nicht aktiv, überhaupt gar nicht aktiv. Also ich habe dann zwischendurch mal was gepostet, aber irgendwie habe ich einfach so den Spaß verloren und viele haben auch gedacht, ich habe einfach nur den Spaß an Social Media verloren. Ich habe den Spaß an allem verloren, an das Leben. Also ich habe einfach Spaß an allem verloren. Ich hatte, hört sich doof an, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr auf das Leben, was ich geführt habe zu dem Zeitpunkt. Ich bin nachts schlafen gegangen, abends, und ich konnte die Nacht gar nicht pennen. Ich hatte solche Schlafprobleme. Ich habe mich extremst alleine gefühlt, hatte private Probleme, sehr, sehr, sehr doofe Probleme auch, die mich extrem belastet haben. Sei es jetzt familiär oder auch andere Sachen einfach. Und die haben mich so sehr belastet, dass ich nicht mehr weiter wusste einfach. Und deswegen, ich fühle das. Aber wir können jetzt erstmal das Video angucken, dann quatschen wir gleich nochmal weiter. Die letzten Monate hat sich es echt nochmal zugespitzt. Ich befinde mich in einer Depression, also habe auch wie eine psychische Erkrankung, geht in die Zwangsdenken-Richtung. Ich will da jetzt nicht so ganz nah drauf eingehen, weil mir ist es selber noch sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Ich habe gerade erst meine ersten Fortschritte so damit gemacht, da in die, sag ich mal, in die Erholungsrichtung zu gehen. Deswegen, ja, ich. Also ich finde, das sollte man auch respektieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß, da draußen gibt es so viele, die richtig neugierig sind. Das ist halt so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, die Leute sind neugierig. Die Leute wollen halt alles wissen und wollen wissen, was ist los, wie, was. Die wollen halt genau in das Einzel jedes einzelne Detail wollen die auseinandernehmen. Aber ich denke mir einfach, für denjenigen, der davon betroffen ist, ist es eh schon super, super schwer. Und man muss erstmal so mutig sein und darüber erstmal offen reden können. Und das ist für, ich sag jetzt mal, jemand, der in der Öffentlichkeit steht, Influencer oder was auch immer, ist das halt mega, mega schwer, weil du zeigst in dem Moment,
Klar, meiner Meinung nach zeigt man damit auf jeden Fall Stärke, wenn man offen drüber redet. Und das ist natürlich super. Aber man denkt, also ich habe immer gedacht, wenn ich darüber rede, zeige ich Schwäche. Und dann bekommen die Leute das, was sie wollen. So zum Beispiel Hater, die wollen, dass es dir schlecht geht. Okay, du zeigst in dem Moment, dass es dir schlecht geht. Und die Leute freuen sich darüber, dass es dir schlecht geht. Und das will man gar nicht zeigen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr habt bestimmt auch sowas mal, dass man gar nicht so den Leuten zeigen will, dass es einem schlecht geht. Und ich finde, man sollte da echt respektvoll mit an, also respektvoll damit umgehen, weil das Thema Depression einfach, das ist einfach echt nicht schön, ehrlich nicht. Also das Ding ist da halt auch rauszukommen, ist super schwer und Depression überhaupt erstmal zu erkennen und sich selbst eingestehen zu müssen, dass man psychisch gerade nicht in Ordnung ist, dass da halt einfach gerade nichts normal ist, ist halt auch schwer zu sagen, okay, ich habe Depression. Das ist echt nicht einfach und man will sich das auch gar nicht so eingestehen. Das ist halt einfach so. Ich möchte es einfach mit euch teilen, damit ihr versteht, wenn ihr mich gesehen habt, ey, ich bin ständig im Urlaub, ich bin ständig auf Mykonos oder was weiß ich was, dann ist es für mich. Ja, um sich abzulenken, genau von dem ganzen Scheiß. Und jetzt stellt euch mal vor, er hat sich abgelenkt, indem er in den Urlaub geflogen ist und. Trotzdem hat es ihn ja in dem Moment nichts gebracht. Aber jetzt stellt euch mal vor, Leute, die wirklich niemanden haben, die da sitzen, keine Freunde haben, die wirklich teilweise sogar keine Familie haben und die sitzen da komplett alleine in ihrer Bude. Bei mir war das so, meine Bude sah aus wie Dreck. Ich habe nicht mehr aufgeräumt. Es stand alles nur noch rum. Es sah bei mir aus wie wirklich, also keine Ahnung. Also das ist halt so krass und du merkst halt ganz, ganz oft. Also ich habe mal so Dokus und so geguckt, weil ich mich ja auch dafür interessiere. Und viele, die so Messi-Wohnungen haben, die haben ganz schlimme Depressionen teilweise. Und das ist der Grund, weil wenn du dich, also deine Wohnung zeigt quasi so, wie du dich halt fühlst. Wenn deine Wohnung unaufgeräumt, nicht immer, ne? Ich will jetzt nicht auch alle hier in eine Schublade stecken, aber oftmals spiegelt sich das so. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, ich fühle das auf jeden Fall. Und ich war zu dem Zeitpunkt echt eigentlich immer nur zu Hause. Ich habe nichts gemacht, ich bin nicht rausgegangen, ich habe nichts unternommen. Ich war immer zu Hause. Und irgendwann macht dich das so kaputt. Ehrlich, du, das ist echt schlimm. Du denkst manchmal, in dem Moment denkst du dir auch einfach nur so, wenn du abends schlafe. Also ich hatte jetzt nicht direkt so den Gedanke, boah, ich würde mich jetzt gerne selber irgendwie umbringen. Aber in dem Moment denkst du dir einfach, boah, es wäre auch gar nicht schlecht, wenn ich jetzt einfach einschlafe und am nächsten Morgen nicht mehr aufwache. Es wird mir nichts ausmachen. Es wird mir wahrscheinlich sogar besser gehen oder es wäre für mich einfach besser, weil mich das einfach von dem ganzen Scheiß erlösen würde. Und ja. Nicht gewesen, dass ich gesagt habe, ey, ich muss jetzt das Good Life leben, ich scheiße auf alles und ich gehe da die ganze Zeit hin, um mich zu erholen oder sowas. Eigentlich war das mehr wie eine Flucht, weil ich in der ersten Phase, wo ich mit Ron damals auf Mykonos war, unglaubliche Glücksgefühle hatte, weil mir das unglaublich gut getan hat und danach habe ich mich immer wieder gesehnt, einfach zu verreisen, LA, alles drum und dran. Natürlich hat es auch Spaß gemacht, das war auch cool, aber irgendwann reicht es dann halt auch wieder. Aber ich bin da einfach nicht mehr rausgekommen. Und je länger und je mehr ich probiert habe und desto mehr das nicht geklappt hat, da rauszukommen, desto schlimmer wurde es bei mir. Und bis ich in den letzten Monaten wirklich einfach nur noch so tiefst unglücklich war und unzufrieden mit mir selber, dass ich nicht mehr wirklich gepackt habe, Videos zu drehen und dass ich mir alles Oh, nehmen lassen. das ist das, was ich auch gerade meinte. Man hat einfach keinen Bock mehr. Wirklich, man ist dann so gar nicht mehr aktiv. Man hat keinen Bock mehr, Videos zu drehen. Bei mir auch. Ich war unzufrieden mit mir selber. Ich habe zugenommen. Das hat mich auch richtig mitgenommen, weil ich war eigentlich immer relativ dünn. Und mich hat das, boah Leute, mich hat das so unnormal fertig gemacht. Leider bis heute noch, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe halt zugenommen. Ich bin super, super unzufrieden. Ich habe eine Zeit lang habe ich ganz, ganz extrem Sport gemacht. Also wirklich, ich öffne mich jetzt einfach mal komplett. Ich habe früher schon immer Probleme mit meinem Essverhalten gehabt. Und ich glaube, das war das noch dies?
Dieses Jahr war das tatsächlich noch. Ich habe wirklich fast jeden Abend saß ich vorm Spiegel und habe einfach angefangen zu weinen, weil ich mich im Spiegel angeguckt habe. Ich dachte mir einfach nur, wie schlimm siehst du aus? Und ich habe mich so, also in dem Moment, ich habe mich so fett, also richtig dick gefühlt und nicht schön. Und ich habe mich einfach ganz, ganz, ganz anders im Spiegel betrachtet, wie andere mich eigentlich gesehen haben und wie ich eigentlich aussehe. So, und ich sag heute noch zu Max, boah, ich fühle mich so dick und bla bla bla, ich fühle mich so unwohl, ich bin so unzufrieden. Also ich meckere so oft über meine Figur. Und Max sagt, oh Mann, du hasst sie nicht mehr alle, ne? Und das Schlimme ist einfach, zu dem Zeitpunkt, wo ich halt extrem drunter gelitten habe, ist den Leuten das im Social Media auch aufgefallen. Und ich hatte teilweise richtig viele Kommentare unter meine TikTok-Videos, dass ich halt zugenommen habe und boah, ich habe voll den Schwabbelbauch und ich soll mal lieber abnehmen und was ist aus mir geworden? Ich war früher viel schöner mit meiner dünnen Figur und so. Also die haben echt richtig gemeine Sachen geschrieben und das hat mich richtig hart getroffen. Eigentlich lasse ich mich gar nicht von so Hate oder von irgendwelchen Leuten, die ich nicht persönlich kenne, lasse ich mich irgendwie da unterkriegen. Gar nicht. Also mich kann man haten, juckt mich gar nicht, beleidige mich, keine Ahnung, hasse mich, was auch immer. Aber das hat mich echt, also verdammt getroffen. Also es war echt schlimm für mich. Und ich hatte dann halt die Zeit, wo ich dann extrem viel Sport gemacht habe. Ich habe fast gar nichts gegessen am Tag. Ich hatte bestimmt am Tag, ich habe manchmal hier Reis, hier diese Reisdinger gegessen. Wie nennen die sich? Ah, Reisdinger. Keine Ahnung, wie die heißen. Auf jeden Fall habe ich so krass auf Kalorien geachtet. Ich habe nur noch Wasser getrunken. Ich habe morgens habe ich ein Brot gegessen, habe mich dann bis zum Abend habe ich mich habe ich gehungert und habe dann versucht so lang wie es geht zu hungern, zu hungern, zu hungern. Ich bin teilweise genau Reiswaffeln ist es jetzt habe wirklich teilweise sogar zweimal am Tag Sport gemacht. Ich habe 3, 4 Stunden im Fitnessstudio verbracht und ich habe einfach nicht genug bekommen. Ich wollte einfach so schnell wie möglich abnehmen und ja, das war dann irgendwann so eine Sucht, ne? Und dann ja, war es natürlich nie schön. Irgendwann kam auch dazu, dass man mal auf Toilette gegangen ist, wenn man zu viel gegessen hat, ne? Könnt ihr euch schon denken, weil man ein schlechtes Gewissen hatte. Weiß übrigens auch keiner, dass ich das zu dem Zeitpunkt gemacht habe, aber ich habe echt, ja, das war echt nicht schön, muss ich wirklich sagen. Das hat mich auch echt fertig gemacht, weil in meinem Leben gab es kein Social Media mehr. Ich habe mich um nichts mehr gekümmert, gar nichts mehr. Das Einzige, was nur noch in meinem Kopf war, war den ganzen Tag Essen, was esse ich jetzt? Wie halte ich das am längsten aus? Was gibt es, womit ich nicht hungrig bin? Ach, alles Mögliche. Also richtig krank einfach. Also es ist überhaupt nicht gesund gewesen. Habe, so was mir eigentlich was bedeutet. Und glaub mir eine Sache, ich wäre am liebsten nicht immer nach Mykonos gegangen und hätte dort gesoffen, sondern ich hätte am liebsten durchgehasselt, durchgezogen, in meiner Firma Gas gegeben, hier Gas gegeben auf YouTube, aber ich konnte nicht. Es ging einfach nicht. Und ich konnte auch nicht drüber reden. Das hat mich unglaublich blockiert. Ich mache YouTube seit 12 Jahren, das ist gefühlt mein halbes Leben, deswegen ist es mir auch einfach wichtig, mit euch das teilen zu können und euch sagen zu können, ey Leute, in dem Moment geht es mir vielleicht gut, haben wir eine geile Zeit, aber genauso wichtig finde ich es. Hier schreibt jemand, Psychologen sind so gefragt heute, das ist krass. Also ich habe mich auch mal eingeschrieben, also halt, dass ich mir Hilfe suche. Und das war ganz, ganz schwer, da überhaupt jemanden zu finden und da irgendwie einen Platz zu kriegen. Also unmöglich, vor allem jetzt also während der Corona-Zeit. Fast unmöglich einfach. Euch auch zu sagen, ey Leute, mir geht's gerade einfach scheiße. Ich bin offen und ehrlich zu euch. Ich bin eigentlich in der Entertainment-Branche, für manche auch nicht, aber ich bin eigentlich in der Entertainment-Branche. Ich will eigentlich Witze machen, ich will unterhaltsam sein,
Aber wenn jemand einfach eine Depression hat und wenn es einem einfach beschissen geht, dann kann man halt einfach keinen Unterhaltungskontent machen. So ist es leider einfach. Ich will das Video hier auch gar nicht in die Länge ziehen. Ich will euch einfach nur sagen, Leute, mir geht's gerade einfach beschissen, okay? Offen und ehrlich gesagt, mir geht's einfach kacke. Wenn ihr mich seht, wenn ich irgendwie eine lange Fresse ziehe oder uninteressiert bin oder unempathisch oder unsozial, dann liegt es in dem Moment nicht daran, weil ich jetzt denke, ich wäre krasser. Dann liegt es in dem Moment einfach daran, weil es mir sehr schlecht geht. Ich habe in den letzten Tagen endlich mal wieder ein bisschen Positivität gespürt. Ich habe auch mit Tim viel geredet, wirklich. Tim, geiler Typ auf jeden Fall. Ich bin auch in einer Behandlung aktuell. Mein Psychologe hat mir auch. Respekt, das ist schon mal ein guter Punkt, dass man sich auf jeden Fall Hilfe sucht. Das ist ganz wichtig. Ich habe das nämlich nie gemacht. Ich habe auch nie mit jemandem drüber geredet. Mit niemandem. Das immer mit mir rumgeschleppt. Gesagt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die mir zuschauen, die wahrscheinlich selber psychische Probleme haben. Und ich kann wirklich jedem nur sagen, Leute, so eine psychische Problematik ist absolut nicht zu unterschätzen. Das ist komplett abgefuckt. Man fühlt sich wie Absolut. in einer Sackgasse, in der man alleine ist. Ja. Aber glaubt mir, ihr seid nicht alleine. Redet mit euren Leuten drüber, egal wie unangenehm das Thema euch ist. Geht zum Psychologen, es wird euch helfen. Lasst euch von so einer Scheiße nicht besiegen. Ich werd auch dagegen kämpfen und mir fällt es auch wirklich schwierig. Aber ich will den alten Lazzo wieder haben. Ich will den Lazzo haben, der geile, unterhaltsame Videos macht, der gute Laune hat, der mit euch zusammen, egal durch was geht, Fitness, Unterhaltung, schlechte Zeiten, gute Zeiten, alles drum und dran. Ich bin motiviert, da zurückzukommen und aus dem Loch rauszukommen. So schwer mir dieses komische Video auch gerade fällt, zu drehen, ich glaube, es ist irgendwo wichtig und auch richtig, das zu machen. Ich freue mich unglaublich auf den Sober Oktober. Das motiviert mich sehr. Endlich wieder Training, kein Saufen mehr, hoffentlich mal wieder ein bisschen geiler Content mit den Jungs. Und ja, ich wollte einfach nur, dass ihr kurz Bescheid wisst, was bei mir abgeht und warum vielleicht auch gerade nicht so viele Videos kommen. Ich werde auf jeden Fall probieren, trotzdem in nächster Zeit Videos zu drehen, weil ich will ja auch weitermachen. Das ist ja auch meine Leidenschaft. Ich liebe den Scheiß ja auch. Ich danke euch fürs Zuhören, Leute. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Krass, krass, krass.